Hallo, hier ist Tom Freudenthal und dies ist Nummer 4 meiner kleinen Serie von 13 Kurztipps zum Thema schneller Lesen und Lernen. Dieser heißt Musterbildung und es gibt wahrscheinlich wenig Titel, die langweiliger sind als das, aber ich sage Ihnen gleich, was Sie davon haben. Übrigens, diese ganzen 13 Punkte sind alle aus der Lernforschung und relativ gut belegt auch von Wissenschaftlern, die sich mit dem Thema Lernen und Gehirnforschung beschäftigen. Und deswegen sind es auch eher Themen, die hinter dem eigentlichen Lernvorgang liegen. Aber wenn Sie die kennen und wenn Sie verstehen, worum das da geht und was Sie davon haben könnten, dann geht das tatsächlich, wenn Sie es praktisch anwenden, mit dem Lesen und Lernen deutlich einfacher und schneller. Und dieses ist so ein Fall. Musterbildung ist jetzt nicht so sexy, aber wissen Sie, was sich dahinter verbirgt, ist, dass das Gehirn permanent das Bedürfnis hat, die einzelnen kleinen Detailinformationen, die es aufnimmt, in ein größeres Ganzes einzuordnen. Das möchte eigentlich Lücken auffüllen und Verbindungen herstellen. Und das kann man super nutzen, wenn Sie sich nämlich jedes Mal, wenn Sie irgendeine Detailinformation finden, fragen, wie gehört das denn in das große Ganze rein? Also wie kann ich das einordnen? Womit hängt das zusammen? Die einfachste Form, das herzustellen, sind unsere CL-Maps. Das heißt, Sie machen sich eine visuelle Form der Darstellung, wo das Thema in der Mitte ist, dann gibt es da Aspekte und an den Aspekten sind mit Beinchen so kleine Details dran. Und diese Form führt dazu, dass Sie permanent darüber nachdenken müssen, wo gehört denn das jetzt hin? Ne? Ist das Teil dieses Aspektes oder Teil dieses Aspektes oder ist das ein ganz neues Thema? Das heißt, Sie beschäftigen sich immer mit der Verknüpfung des Einzelteils mit dem großen Ganzen. Und das ist eine sehr sinnvolle Sache, die sofort dazu führt, dass Ihr Gehirn neue Strukturen und Verbindungen aufbaut und damit merkt sich das dann auch viel einfacher. Also das ist ein super Tipp, mit dem Sie sehr schnell dafür sorgen können, dass das Verständnis sich erhöht und über das Verständnis und dieses Lücken auffüllen und Verbindungen herstellen, funktioniert dann auch das Gedächtnis sehr viel besser. Das heißt, das ist dann ein sehr aktiver Prozess. Sie sind nicht einfach nur im passiven Modus vom Aufnehmen, das funktioniert ja sowieso nicht, sondern Sie sind aktiv dabei zu gucken, wie gehören die Dinge denn zusammen und das kleine Puzzleteil, wie gehört das in das große Puzzle. Ne? Und das ist eine sinnvolle Sache. Wenn Sie Lust haben, mehr zu lernen zu dem Thema, das ganze System, das sind ja 10 Stufen und ganz konkrete Techniken, wie Sie sich Dinge besser merken können oder zum Beispiel schneller lesen, dann machen wir das auf einem Webinar und dieses Webinar hat einen Link und der ist direkt hier unter dem Video. Wenn Sie das interessiert, klicken Sie da mal drauf und schauen mal, ob da was für Sie drin ist. Alles klar? So, es kommen noch einige weitere Tipps. Dies war Nummer 4. Freue mich auf Sie zum nächsten Mal. Ihr Tom Freudenthal.